Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Need for Speed Heat. Ja, wir haben gestern den Livestream gemacht. Wir haben ein relativ schickes Auto. Ich finde, mich muss man so eigentlich, ich finde das Auto eigentlich schick. Weiß ich nicht. Ich finde eigentlich hat das Stil. Und wir sollen jetzt, ja, weiß ich nicht, weiter irgendwelche Rennen fahren, Geld verdienen, unser Auto tunen, das Übliche halt, ne? Der Need for Speed Style. Ich mag das Auto. Okay, gut. Wir fahren erstmal wieder bei Tag. Lass uns erstmal gucken, was uns bei Tag ist, weil wir können ja jederzeit wieder auf Nacht umwechseln. Bitte zeigt das Kennzeichen Tuffy nicht so. Ich war gestern, ja, weiß ich nicht. Tuffy ist einfach ein schöner Name. Tuffy. Ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch machen werden. Was heute noch auf uns zukommt. Ich werde nur eine Folge aufnehmen, weil heute kommt die, muss die Folge ja noch raus. Heute Abend habe ich keine Zeit mehr und naja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir fahren hier einfach mal los. Das brennt nur aus einem Auspuff. Dir fehlt noch ein Sieg. Ja, ich muss mal ganz kurz. War der nicht letztes Mal da unten gewesen? Ah nee, das war das Driften. Ja, genau. Da würde ich mal sagen, wir jackeln uns gleich erstmal an den ran. Und schauen einfach mal, wie es. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Vorsicht, Alter, der hat nicht geblinkt. Also ich. Also er. Wie bekommt ihr der Ruhm? Kriegst du jetzt auf den Straßen genug Aufmerksamkeit? Das hast du schon mal gesagt. Ich arbeite dran. Hey, cool, cool. Ich sehe nämlich in letzter Zeit viel mehr Streifenwagen vor meiner Tür. Ja, ich weiß. Gerade eben wollte ein Cop meine Akten sehen, um sicherzugehen, dass ich die Ausweise. Das brauchen wir uns nicht nochmal an, das haben wir gestern schon mal uns angehört. Schadenswurf. Ne, da bin ich ja mal gespannt. Erstmal müssen wir sowieso den Dackel erstmal hinterher juckeln, oder? Und dann kriege ich ein neues Fahrwerkskit. Voll cool. Krieg ich's denn geschenkt? Weg vom Auto. Ich muss Roller töffern. Ziel ist Platz 1 zu werden. Niemand hätte das gedacht. Hör zu, wenn du dieses Rennen gewinnst, gehört das Fahrwerkskit dir. Ja. Easy going. Wenn du jetzt nicht vorfährst. Nein, ich mag nicht hinterherfahren. Da wäre ich immer ganz nervös. Bin kein Fan davon. So, nehmen wir mal ganz kurz. Komm mal weg da. So, ein bisschen abdrängen. Das ist die hohe Kunst des Autofahrens. Abdrängen. So, jetzt sind wir sowieso voll drin. Wir haben sowieso ein viel zu schnelles Auto dafür, was wir hier eigentlich machen. Hurra! Kannst mal sehen. Deswegen, ja, das ist. Es ist vorgeschrieben, dass das Auto 150 hat und wir haben ein Auto mit 170 Stärke. Also. Warum mache ich das? Weil er gedacht hat, irgendwie geht's da rechts. Ich weiß auch nicht. Ist ein gutes Gefühl, so weit vorne zu sein, ha? Ja. Ist aber auch nichts Neues für mich. Ich bin der Hammer. Vergiss das nicht. H-A-M-M-E-R. So, ich hoffe, ich weiß nicht, gibt es noch sowas wie Drag-Rennen oder sowas? Das war ein bisschen zu früh eingelenkt. Das passt schon so. Ich warte nur auf eine Chance zum Überholen. Na, dann warte da hinten mal. Es klappt vielleicht irgendwann. Ich glaube fest an dich. Ich darf gar nicht mehr so bei denen so viel. Den habe ich schon so auf Straße gelegt, dass der eigentlich gar nicht mehr so viel um irgendwelche Kurven braucht. Ich finde schon gut, dass es wieder Driften gibt. Das haben wir ja gestern auch nochmal gemacht. Einfach uns mal einen abgedriftet. Wer fährt denn diese Mauern hier weg? Da denke ich nachher, ich muss geradeaus fahren. Ich gucke nicht ständig unten auf die Karte. Also wirklich nicht. Unser Auto ist übrigens voll kaputt. Ich weiß nicht, warum unser Auto immer kaputt ist. Huch. So viel zum Thema. Ich weiß nicht, warum das Auto kaputt ist, ne? Ja, klasse. Hier, wir brauchen kaum noch irgendwie. So, Nitro. Da vorne ist schon wieder Platz 6. Oder Platz 8 ist es hier in dem Fall. Aber ich glaube, der steht schon wieder nur rum, wa? Mit seiner kleinen Schlurre da. Du bist so kurz vor dem Sieg.
Ja, ich weiß. Hallo. Doch noch mitgenommen. Bin so kurz vor dem Sieg, du. Ich verlasse mich auf meinen Endspurt. Ja, dann verlass dich mal auf deinen Endspurt, werde ich dich gleich überrunden, du Pfeife. Aha. Warum fehlt meine Heckscheibe eigentlich? Soll die fehlen? Hier ist Platz 7. An dem fahren wir auch nochmal schnell vorbei. Hey, aus dem Weg. Ich versuche Platz 1 zu werden, okay? So. Alle nochmal. So sieht das wenigstens ein bisschen danach aus. Die müssen zwar noch eine Runde, aber ist egal. Platz 1. Das heißt, ein neues Fahrwerkskit ist auf dem Weg zu dir. Viel Spaß damit. Ich melde mich wieder. Jetzt mach bloß kein Fotos von meinem Auto. Das Auto ist völlig Schrott, Mann. Nein. Oh Gott. Wir sehen so komisch aus. Easy going. Wir sollten vielleicht wirklich mal auf ein bisschen schwerer stellen. Straßenfederung, Prill. Das ist gut, wir benutzen Straßenfederung derzeit. Das ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen Geld haben wir auch bekommen. Wenn wir ein bisschen Geld bekommen haben, kann ich auch nochmal ganz schnell da vorne in die Tuning-Abteilung fahren. Was ja hier gleich auch wieder vor der Tür ist. Hier haben wir noch, ne? Aber wenn wir jetzt... das ist ja nur kaufen. Haha, wollte ich ja gar nicht so. So, Kühlung können wir auch noch. Uns aber nicht das leisten, was wir uns leisten wollen. Da haben wir noch gar nichts von. Drift-Differential, Racing-Differential. Ja, eigentlich wirklich Racing, oder? Eine Straße? Eine Straßen ermöglicht höhere Geschwindigkeit auf Asphalt, eignet sich aber nicht für Offroad-Fahrten. Die Ideallinie, komm, die Ideallinie ist immer gut. Ideallinie ist gut. Da ich ja sowieso so ideal unterwegs bin. So ideal Standard. So, was haben wir hier noch für schöne Reifen? Was haben wir denn überhaupt? Sport? Was haben wir denn? Normale Reifen, ne? So, dann nehmen wir uns noch mal schöne Straßenreifen und dann wird das hier nämlich unser Rennen- und Straßenauto, wie man schon an den Punkt da unten sieht. Da haben wir nichts. Das Fahrwerk kippt, ist schon ein Racing-Kit, aber da kriegen wir neues Nitro, dürfen wir auch noch nicht. Wir haben schon den stärksten Turbo drinne. Jo. Dann theoretisch einmal die Werkstatt aufsuchen, oder? Was haben wir denn jetzt hier noch? Was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch über? So, wir haben... die hier über. Dafür brauchen wir aber bestimmt noch irgendwas, oder? Erfordert Rap-Stufe 11. 11 ist schon ziemlich viel. Vor allem, weil ich auch nicht so ein Fan von den Rappen bin. Erfordert Rap-Stufe 11. Und hier sind noch ein paar Rennen. Runden. Drift oder so gibt es hier nicht, ne? Ganz zufällig. Oh, doch hier. Wobei, wir sind kein Driftfahrzeug, ne? Wir sind nicht wirklich Drifter. Der hier will aber auch nochmal... Aber wenn da steht empfohlen 200, ne? Und wir haben noch kein Driftfahrzeug. Wir müssten erstmal ein bisschen auf Driftfahrzeug gehen überhaupt. Und wie gesagt, da machen wir ja unseren Pinky mit. Aber ich gehe jetzt erstmal ganz kurz Schnellreise zur Werkstatt. Ich mache Schnellreise, es geht ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht schneller. Und dann fahren wir vielleicht gleich noch ein bisschen in der Nacht herum. Dieser Cop hat mein Leben zerstört. Hey, Anna. Wenn ich einen Burger will, muss ich rausgehen und laufen. Das ist nicht gesund. Warum gehst du nicht an den Strand? Entspannst dich. Genieß den Sand zwischen den Zehen. Wie bitte? Du hast recht. Blöde Idee. Mir fällt schon was ein. Na dann viel Glück. Das kann wirklich nicht gesund sein, dass du nicht mehr mit dem Auto zum Burgerladen fährst. Das kann nicht gesund sein. Du musst da zu Fuß hin? Ekelhaft. Hast wieder hergefunden, ha? Gerade so. Passive Items. Weise passiven Items. Passivhilfe-Items zu, um dich für Highspeed-Rennen oder intensive Verfolgungsjagden auszurüsten. Ja, aber ich glaube, da habe ich noch. Da habe ich passiv was. Radarstörer und Nitrowandler. ISM bewirkt, dass dein Nitro durch Sprünge wieder aufgefüllt wird. Nitrowandler trifft. Nitrowandler, ja, gut. Ich meine, ganz gut, aber wo brauchen wir jetzt? Ups. Driftteile, ja. Ich brauche keine Driftteile.
Ich frage mich, wo er mein Kit hat, ehrlich gesagt. Ich frage nur. Eine in Besitz. Hä, wo mache ich das denn? Wo? Da steht ein in Besitz. Das heißt, was genau? Weil ich besitze es ja. Ich hab das, irgendwo muss es doch drinne sein. So, was wir nochmal ganz kurz machen müssen. Diese Scheinwerfer. So, das war noch wichtig. So, jetzt ist das Auto fertig. Aber rein theoretisch müsste ich doch irgendwo, weil da steht ja ein in Besitz. Wer hat das denn bekommen? Wie kann ich denn meinen Wagen tauschen da? Wir können ja mal gucken hier. Gucken hier. Und ein schöner Pinky, ne? Ja, ich weiß, ihr liebt alle diesen Wagen. Ich weiß das doch. Hier ist das aber auch nicht drin. So, hier gehen wir dann ein bisschen auf Drift. Dann wird der ein bisschen unser Driftwagen, wa? Ein Turbo brauchen wir eigentlich auch drin. Damit er ein bisschen losjuffeln kann. Aber die Räder können wir auch schon mal auf Drift machen. Dann wird das unser Drifter. Antrieb. Fordert das Übersteuern des Wagens, wodurch auf Kosten der Rennperformance extreme Winkel und höhere Driftpunktzahlen. Ja. Ideallinie brauchen wir nicht wirklich. Offroad. Ich freue mich schon echt auf Offroad. Da habe ich voll Bock drauf. Ich habe gar nicht genügend Geld. Okay, gut. Wir sind pleite. Mal wieder. Okay, wir tauschen wieder unseren Wagen. Oder sollen wir... Komm, lass uns nochmal driften. Ich will driften. Achso, ist schon so. Gut. Ich will driften. Mit unserem schönen Mobil hier. Ich bin ein großer Fan von Driften eigentlich. Ich mag sehr gerne driften. Wir haben jetzt ein bisschen auf Drift gesetzt. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwie langt. Ich weiß, da steht irgendwas mit Powerstufe 200, aber vielleicht schaffen wir das auch mit dem. Ich meine, der hat nicht mal annähernd. Oh ja, warte, hier lenken. Wow. Wie man sieht, was ich gerade... Was ist das denn hier? Live-Tuning. Driftstil, Gas. Aha. Okay, was es nicht so alles gibt. Okay, driften. Drift, ich komme. Ist noch ein bisschen weiterer Weg. Aber passt schon. Weil Driften macht mir eigentlich immer Spaß. Das hat mir immer Spaß gemacht. Das fand ich immer alles sehr cool. Das schaffen wir eh nicht, den Sprung. Dafür ist dieses Auto ja sowieso noch viel zu langsam für. Im Gegensatz zu den Typ R. Ah! Was für ein Driftverhalten! Ah! Okay. Okay, das Auto ist definitiv ein Driftauto geworden. Ich habe nur ganz leicht die Handbremse angetippt, so wie ich das immer mache. Weil ich bremse nur mit Handbremse. Wenn ich das bremse. Aber da ist er ein bisschen explodiert gerade. Warum regnet es jetzt? Wobei Regen ist ja eigentlich ganz gut für Driften, ne? Ein bisschen Feuchtigkeit auf den Straßen. Aua! Oh, den habe ich. Ja, ich kann nicht. Den habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich war gerade so auf das Blitzen angetriggert. Das habe ich nicht mitbekommen. Das gebe ich zu. Das habe ich nicht mitbekommen. Ah, oh, dieser Wagen kommt aber auf den Berg nicht hoch, du. Mit 100. Gibt's hier eigentlich auch einen Downhill-Drift? Downhill-Drift fand ich eigentlich auch immer echt geil. Die haben mir echt immer Spaß gemacht. Ach man, Driften. Alles, was mit Driften zu tun hat, hat immer Spaß gemacht.
Weil ich bei Need for Speed Underground 2 Street X auch immer cool fand mit den alten Driftkarten von Underground 1. Und dann diese engen Kurven fahren und sowas war auch immer geil. Wo fahren wir denn jetzt noch ganz hin hier? Guck mal, ein Feuerwatchturm. Da bin ich mal gespannt, ob ich das mit dem Auto hier hinbekomme, richtig driften. Fahren wir eigentlich wieder alleine? Ich glaube, wir fahren alleine driften, oder? Das fand ich auch immer cool, damals, ich glaube, jegliche Underground-Teile, wenn da 8 Leute oder so beim Driften waren, dann konntest du dich immer so schön vor einen hinstellen, dann stellst du dich quer und der schiebt dich einfach durch die ganzen Kurven und du kriegst, weil du 90 Grad quer stehst, so viele Punkte. Das war auch immer. Man konnte sie immer sehr gut ausnutzen für den letzten Stoß. Das war immer ganz gut. Ach ja, oh, hier muss ich hoch. Und hier muss ich lang. Plakatwände in der Nähe. Ja, der können wir uns auf dem Rückweg drum kümmern. Jetzt muss ich erstmal. Alter, wie geil sieht das denn bitte schön hier oben aus, du? I don't have that auto under control. Fahre ich nicht über eine normale Straße hier rauf? Irgendwo hier sollte das sein. Ich vermute mal irgendwie hier. Da, Drift Trial. Ja, driften. Driften. Na. I'm so ready, Alter. Ich war so ready for driften, ey. Das Auto vielleicht nicht gerade, aber es hat halt diesen News-Look. Der ist halt jetzt in geworden. Drift Trial Vogelperspektive. Erreiche 45.000. So, erstmal muss ich auch ein bisschen die Strecke kennenlernen. Vorne ist schon mal die erste Schikane. Das zählte nicht als Anrammeln. Muss erstmal eigentlich wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Alles gut. Doch, wir haben die Wand berührt, oder? Verdammt. Lieber nie immer ganz so steil stehen, aber sichere Punkte einfahren, als irgendwo gegen Wände zu jaxeln und den Counter zu verlieren. Ja, er stellt sich mir ein bisschen zu steil hier schon, der Wagen. Kriege ich überhaupt gar keinen Drift hin, ne? So, jetzt können wir aber ein bisschen Kette geben. Wie viele Punkte haben wir? 32.000, da kriegen wir den Rest auch noch rein. Auch wenn das keine hardcore geilen Drifts sind. Aber ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, dass man hier richtig hardcore driften kann. Ja, 45.000 erreichen wir auf jeden Fall. Zielpunktzahl ist erreicht. Das ist gut. Wir haben noch eine Runde vor uns. Ich dachte, wir hätten nur 2 Runden. Okay, wenn wir noch hier volle Runden haben. Ich bin aber auch immer nur voll auf dem Gas, ne? Also, so wie er das am Anfang oder gestern beschrieben hat, oh, hier ganz kurz Gas und dann Gas halten und dann Vollgas und so. Ich bin immer Gas halten, ist für mich Vollgas. Huch, das war ein bisschen spät reagiert. Gibt hier eigentlich irgendwo sowas wie eine Bande, wo man mehr Punkte bekommt? Annäherungsbonus aktiviert. Würde ich auch eigentlich gerne mal. Okay, das war schwach. Speed Hunters. Wenn ich jetzt so ganz weit hier am Rand. Da war ein bisschen sehr weit, aber ich glaube, das hat das noch. Ich weiß nicht, habe ich die Wand berührt? Ich bin mir nicht sicher. Für den Lichteinfall. Alter, Laser!
Der hat gerade gelasert. Was auch immer gut ist, während du steil stehst, Nitro geben. Auch wenn das Nitro dafür eindeutig noch nicht stark genug ist. Also mal ehrlich, die 45.000, das sind ja easy going. Ne? Das ist jetzt ja nicht so schwer, ne? Kommen aber auch nicht über, über Bonus mal 3, ne? Kommen wir nicht rüber. Ah, eine Wand. Annäherungsbonus. Hey, dafür hat es Bonus gegeben. Okay, schade. Ich komme aber nicht auf 100.000. Ist da irgendwo ein Annäherungsbonus? Nee. Okay, easy going. GG. GG easy. 83.000, 45 waren. Ja, es gibt 12.000 Geld. Ich find unseren Charakter schon irgendwie ein bisschen hart peinlich. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde den total hart peinlich. Der wirkt total pfeifig. So, dann gehen wir jetzt hier in die Garage. Dann haben wir auch gleich eine neue Garage gefunden. Und dann muss ich ja erstmal leider die Aufnahmepause machen. Wir sind ein bisschen gedriftet. Wir haben auf jeden Fall jetzt unseren Driftwagen. Wir tauschen den aber erstmal wieder auf unseren Racingwagen, weil der ist wirklich nur für Drift da, für nichts anderes. Aber wir können uns nochmal schön dick die Kühlung hier holen, wa? Ja, die Kühlung. So. Damit unser Wagen auch schön gekühlt ist, ne? Sonst friert er ja. Super, duper, mega... Alter. 302. Wir sind irgendwo bei 100, keine Ahnung. Aber damit kann man ja noch... Oh, ich freue mich schon auf Offroad. Oh Gott, ich will Offroad machen. Ich habe echt Bock auf Offroad. Warum kann der da hinten so geile Flammen drauf haben? Okay, der goldene da hinten mit den goldenen Flammen hat aber echt Stil. Der sieht cool aus. Ach ja. Der sieht wirklich cool aus. Na gut. Ich bin jetzt aber erstmal raus, ne? Wie gesagt, ist nur eine Folge heute. Morgen muss ich dann mehr aufnehmen, wo ich dann wieder den Tag über Zeit habe. Man will ja auch im Urlaub irgendwas unternehmen. Na gut, ich bin dann jetzt aber erstmal raus. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir denn ja, voraussichtlich in der Nacht ein bisschen die Cops ärgern müssen, da wo ich überhaupt gar keine Lust drauf habe, Cops zu ärgern, weil ich echt keine Lust habe auf Cops. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.